Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Dienstag. Heute kommen wir zur 327. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 845. Geschichtsstunde insgesamt. Ja, mal schauen, wie der Tag heute läuft. Bin ja gestern doch noch ein bisschen vorwärts gekommen, trotz meines Zahnarzttermins, der länger dauerte als geplant. Und ich bin der Hoffnung, dass es heute Abend wieder gut läuft, weil ich habe das so schon festgestellt. Vielleicht kennt ihr jeder, wenn so der Computer läuft und so weiter, das Gebläse. Das lief in der letzten Zeit immer etwas lauter. Und wie gesagt, hat öfters mal das irgendwo Programm gehabt. Das ist schon eine Woche nicht gewesen. Er ist ja wesentlich ruhiger geworden. Und gestern ist wieder dieses Fähnchen, wurde auf einmal so ein schwarzes Punkt und da stand drin Wartung wird durchgeführt. Scheiße, kommt das wieder ist irgendwelcher Mist. Aber nach ungefähr 3,5 Stunden war dann endlich die Wartung durch. Und er zeigte an, es wurden keine Fehler gefunden. Also es scheint wirklich letzte Woche, ich glaube Dienstag oder Mittwoch war es, ein Fehler behoben worden zu sein, der wirklich schwerwiegend war. Und jetzt wieder alles funktioniert. Toi, 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 ich will es nicht beschreien, aber das war erst nachdem ich mich ein bisschen wieder. Nicht aufgeregt ist zu viel gesagt, aber ein bisschen bibbern hatte, was da nun für ein Ergebnis kommt, weil das ewig nicht fertig wurde, dieses Wartungsprogramm, war ich dann erleichtert, als ich dann so 3:30 Schluss gemacht hatte, legte mich hin, guckte noch so ein bisschen was über Planeten und dann habe ich so kurz vor 4 noch mal, bin ich kurz mal hin an den Computer geguckt und da stand dann da Wartung beendet, keine Fehler erkannt oder irgend sowas, was da noch da steht. Nur das so am Rande zur Technik, also die funktioniert jetzt. Bevor wir zur ersten wieder chronologischen Geschichtsstunde kommen, aus dem Band 9, wie immer die Ereignisse, die heute schon drinstehen. Corona-Pandemie, Scholz will EU-Milliardenplan Anfang 2021 starten. Ja, klar, bevor der ganze Schwindel auffliegt, muss die deutsche Schuld erhöht werden um Milliarden. Das Geld muss weg. Wir kennen das ja von Herrn Scholz, er ist ja mit unseren Steuergeldern und mit den Geldern des Volkes sehr, sehr großzügig. Siehe Warburg Bank in Hamburg und Wirecard. Der Mann hat die Spendierhosen an, aber nur wenn es nicht selber bezahlen muss. Ne? Ja, Baden-Württemberg ruft zweite Alarmstufe aus. Da würde ich mal den baden-württembergischen Bürgern endlich mal empfehlen, mal nachzufragen, wie viele denn wirklich auf Intensivstationen liegen jetzt in den letzten Wochen und Monaten, also die richtig krank sind, originär mit dieser Krankheit. Und wie viele Tote es gab, die nicht irgendwie schon Krebs, starke Krebsleiden, Herz oder irgendwas hatten, sondern die wirklich originär an einem Virus, einem grippalen Virus, der neuartig ist, gestorben sind. Ich denke mal, da kommen fast entweder gar keine Zahlen oder ganz, ganz geringe. Und das ist ja das, wo ich gesagt habe, Mensch, Hoffnung besteht, wird die ARD langsam schlau und will die Leute nicht mehr propagandamäßig versorgen, sondern mit Informationen. Weil da kam gestern wieder dieses Corona-Extra nach der Tagesschau und haben es auch tatsächlich mal gesagt, dass, und haben Leute zu Wort kommen lassen, zum Beispiel unter anderem wieder diesen Streeck, dass es Unsinn ist, an diesen sogenannten Fallzahlen festzuhalten, weil die gar nichts aussagen, sondern dass es darauf ankäme, wie viele denn wirklich in schwer krank sind und in Intensivbehandlung, wie viele Intensivbetten belegt sind, wer wirklich an diesem Virus gestorben ist, nicht nur mit, ne, weil der Herr Drosten seinen Test so ein ganz, ganz klein bisschen Virus erkannt hat. Ja, und dann sagte man unter anderem, das weiß ich genau, das habe ich mitbekommen, sagte der eine, dass der letzte wirklich schwer behandelte Corona-Fall in Frankfurt am Main im Juni war. Ne? Ne, das war also noch so ein Rest aus der Grippezeit. Der hat wahrscheinlich länger da gelegen oder was weiß ich. Ne? Ist wahrscheinlich schon im Mai erkrankt. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, sogar Anfang Juni hat er gesagt, aber ich bleibe jetzt bei Juni, das weiß ich genau. Ja, das sollte man mal genau fragen. Und dann würde man wahrscheinlich feststellen, dass diese zweite Alarmstufe total überflüssig ist, ne? Herr Kretschmann. Ja, aber, und das wollte ich noch zu Ende führen, aber abends wurde ich wieder eines Besseren belehrt in der Tagesthemen,
wieder anhand dieser Fallzahlen wieder nur Panikmacher. Und das Interessante war, die türkische Frau Dilek Çülay oder wie die heißt, ne, da oben in Berlin, die Gesundheitsministerin, und die Frau Atalay, auch eine Türkin, ne, die machten dann gegenseitig wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Panik, ne, Panik. Ja, also ARD ist nicht belehrbar, das ist Hopfen und Malz verloren, hatte ich ja gestern schon mal geschrieben in dem Post. Ja, der Seehofer liefert heute Bericht zur Rechtsextremismus. Natürlich brauchen wir dem gar nicht abwarten, weil wir wissen, Rechtsextremismus ist die größte Gefahr, aber nur für Kommunisten, die hier eine kommunistische Diktatur durchsetzen wollen, weil das gefährdet natürlich den ihre Pläne, das ist klar. Ist keine Gefahr für Bürger oder so, aber das ist eine Gefahr für solche Leute wie Seehofer, wie Merkel, wie Scholz, wie Baerbock, wie Pau, wie Habeck und so weiter und so fort, die weiterhin in ihrem gemachten Nest auf unsere Kosten sitzen wollen und unser Geld verprassen mit gewissen Leuten und schönes Geld verteilen wollen und so weiter und ihren Kommunismus, ihren Linkszionismus, ich sag mal, weil es viele waren ja, ich habe es schon mal erklärt, warum ich da mal Linkszionismus zu sage, weil zu DDR-Zeiten waren es nur die Kommunisten der stalinistischen Prägung, jetzt haben sich zusammengetan mit den Zionisten im Westen, der finanziert und protegiert sie und der Kommunist erledigt die Arbeit, um die Deutschen zu terrorisieren. So kann man das kurz auf einen Nenner bringen. Und das ist natürlich eine Riesengefahr für diese Leute, denn dann könnte, wenn wieder ein richtig freies und einiges Deutschland entsteht, wo wirklich Recht und Ordnung herrscht, müssen die Leute alle wieder Arbeit gehen. Das ist wirklich eine riesengroße Gefahr für die Leute. Ne? Ja, dann haben wir noch Ungarns Bildungsverfahren. Lichtig erklärt, ja, das ist EuGH. Ne? Ungarn macht Bildung, nur Bildungsreform, wie ich es heute früh wieder gesehen habe. Ich habe erst gedacht, schöne Idee, Kinder lesen Hunden vor, damit sie ein bisschen Spaß am Lesen bekommen. Nee, es ging darum, dass der Hund sagt nicht, oh, du hast da was falsch gemacht. Ja, wir wissen ja alle, was du als kleines Kind einmal falsch lernst, das prägt sich ein. Wenn dir keiner mehr sagt, oh, du hast jetzt das Wort falsch gelesen, ja, dann erzählt er das natürlich in 10 Jahren immer noch so. Und dann haben wir dann dieses Deutsch, was wir öfters jetzt in den westdeutschen Ländern erleben, wo sie sagen, ich sei heute gegangen in Eisdiel und haben gegessen Eis. So ungefähr, ne? So lernen die dann lesen. Ja, das zur Bildungsreform. Richtige Bildung ist nicht mehr erwünscht in der EU, weil man braucht ein dummes Volk, die alles glauben, damit sie uns weiter folgen, sagen die sich, ne? Ja, und die Frau Kanzlerin trifft sich schon wieder mit der, ja, wie soll ich sagen, mit der Putschistin Tichanowskaja. Sie unterstützt schon wieder ein Regime-Change, wie man so schön auf Englisch sagt. Diese Frau ist die größte Kriegstreiberin, die in der ganzen Welt rumläuft, ne? Ja, die Raute hat die Welt kaputt gemacht in den letzten 15 Jahren. Ja, und was hat man noch? Ja, und das war das zu den Meldungen, was mir noch einfiel. Natürlich ist der Kasache, der da in Hamburg diesen Juden angegangen hat, natürlich wieder psychisch krank, habe ich gestern noch zufällig gelesen, wo ich zum Schluss noch mal so ein bisschen durchgeklickt habe, durch einen Videotext. Er ist in die Psychiatrie gekommen. Wäre er Deutscher gewesen, hätte man versucht, nach rechtsextremen Netzwerken zu suchen und hätte einen Schauprozess draus gemacht, aber hundertprozentig. Aber so verschwindet er schnell. Wie gesagt, ich habe es noch zufällig im MDR. Brisant heißt ja die Sendung, vielleicht kennst du oder andere. Da haben sie es ganz zum Schluss in der Reportage gesagt, nachdem sie uns schon erzählt haben, oh, er hatte einen Zettel mit der Hakenkreuz in der Tasche und all so ein Scheiß. Und dann kam ganz zum Schluss, ich glaube, die Polizistin war es, die Polizeisprecherin, ich weiß es nicht mehr, wer es genau war, sagte dann, dass es ein Kasacher ist. Ja, gut, so ist unsere Berichterstattung. Wenn das ein Deutscher gewesen wäre, hätte uns das in dem Bericht bestimmt 20 Mal erzählt, wäre das uns 20 Mal erzählt worden und meine die ganze Lebensgeschichte gleich mitgeliefert. Ja, heute zu den Zahlen, die eigentlich nichts aussagen, aber wir machen sie weiter, weil es so lustig ist. 2639 positiv getestet, davon sind vielleicht 10-20% wirklich mit einem Virus infiziert, vielleicht sind es auch mehr, oder die haben halt eine Grippe oder irgendwas, weil sie ja dank Söder und Co. draußen ihr Bier trinken müssen, anstatt in die warme Gaststätte zu gehen, wenn sie sich nicht nackig machen wollen mit ihren Daten. Ja, und der Rest, die wirklich richtig schwer eine Grippe erwischt hat, vielleicht ist gar keiner dabei. Ja, dasselbe dürfte es sich sein mit diesen 12 Verstorbenen,
die nur mit gestorben sind, aber nicht wegen Corona. Minus 1.900 Genesene. Ich warte immer noch auf die erste Mal, dass es über 2.000 sind, was die Zählenden melden. Und jetzt laufen 2.000 noch was und 2.000 noch was. Aber es genesen immer nur zwischen 1.500 und jetzt höchste Zahl mal 1.900. Ja, und da sind wir bei 727 plus. Und damit haben wir jetzt 303.258 positiv getestete, nicht infizierte, seit rund 8 Monaten. Minus 9.546 ebenso gezählte Tote. Also davon sind wahrscheinlich ein ganz kleiner Prozentsatz nur wirklich an einem neuartigen Grippevirus gestorben, den man Covid-19 nennt, aber nicht originär. Und minus 265.600 Genesene. Und weil wir da uns ja so bescheißt, sind wir jetzt bei 28.112 positiv getesteten, aktiv positiv getesteten, nicht infizierten. Ja, und das heißt aber trotz alledem bei 83.166.170 Einwohnern in Deutschland nach wie vor nur 0,033%, also abgerundet 0,03%, buchhalterisch abgerundet, die derzeit aktiv positiv getestet worden sind. Die Zahl derer, die wirklich richtig eine Infektion haben, die dürfte bei 0,00x liegen. Und die, die wirklich richtig schwer erkrankt sind, so viele Nullen fallen mir jetzt nicht ein. Ja, und damit sind wir fertig mit dem Kletterradatsch. Ich muss noch mal ganz kurz auf das alte Buch zurückkommen, weil beim Anschauen des Videos fiel mir ein Fehler auf. Und gleich bei der ersten, und zwar bei den Biografien, die wir ja gestern noch hatten, bei der Olga, Großfürstin von Kiew von 945 bis 969. Und da war der letzte Satz, muss ich gucken, wo geht er los? Sie trat in Kontakt zu Kaiser Otto I. und dem Byzantinischen Reich. Und da habe ich aus Versehen gesagt, 947. Nein, sie trat in Kontakt zu Kaiser Otto I. im Byzantinischen Reich 957. Da habe ich mich also um 10 Jahre vertan. Reiste sie nach, und da haben wir es doch. Ich lese nochmal den Satz vor: Otto der Erste und sie trat in Kontakt zu Kaiser Otto I. und dem Byzantinischen Reich. Und jetzt kommt der Satz: 957 reiste sie nach Konstantinopel und ließ sich als erste russische Fürstin taufen, ohne jedoch das Christentum in Kiew einzuführen. Also das war nicht 947, sondern 957. Und damit sind wir jetzt wirklich mit dem Buch durch. Ich dachte, wenn das so weitergeht, war gleich bei der ersten. Ich dachte, jetzt hast du doch irgendwie was falsch gesagt gehabt. Ja, und heute geht's weiter. Wir hatten es ja gestern schon mal angesprochen mit dem Band 9. Ich halte noch mal das letzte Mal so erstmal rein. Band 9, Blüte und Herbst des Mittelalters 1204 bis 1492. Na, und da geht's, ich lese mal ganz kurz diesen kurzen Einführungstext vor. Im Spätmittelalter bricht der Schwarze Tod, die Pest, über das Abendland herein. Trotz dieser Katastrophe verharrt das Zeitalter nicht in Stagnation. Mit dieser Epoche verbinden sich der Aufstieg der Städte sowie die Gründung erster Universitäten. Die Renaissance und der Humanismus sind prägende Erscheinungen dieser Zeit. Der Buchdruck revolutioniert den Wissenstransfer und portugiesische Entdecker überschreiten den Rand der bekannten Welt. Und darin machen wir uns jetzt auf. Und das erste heute ist 1204 noch einmal eine Randbemerkung. In Konstantinopel brechen Unruhen aus. Venezianer und Pisaner verwüsten muslimische Viertel. Dabei wird ein Drittel der Stadt zerstört. Und bevor es den ersten großen Artikel kommt, nehmen wir einen Schluck Milch. Und damit geht's los. 1205. Franzosen beherrschen Peloponnes. Nach einer schweren Schlacht gegen die Einheimischen beendet Wilhelm von Champlitte, Enkel des Grafen Hugo von Champagne, gemeinsam mit seinem Freund Gottfried von Wilhelmshöhe
Hardouin oder Hardouin erfolgreich den Eroberungszug gegen Morea an der westlichen Peloponnes. Der Einnahme Gottfried von Villehardouin, also geschrieben Will, V-I-L-L-E und dann H-A-R-D-O-I-N. Ich würde es aussprechen, Villehardouin. Die beiden französischen Adligen bauen einen neuen Staat auf, einen neuen Staat auf der griechischen Halbinsel auf. 1209 wird Wilhelm in die Heimat zurückgerufen und das Erbe seines Bruders in Burgund jetzt wird's aber schlimm. Nochmal, 1209 wird Wilhelm in die Heimat zurückgerufen, um das Erbe seines Bruders in Burgund anzutreten. Nach seinem Tode im gleichen Jahr geht die Herrschaft in Moria ganz auf Gottfried über, der die Dynastie der Fürsten von Achaea begründet. Entschuldigung, aber irgendwie das erste Artikel, wie ich bis ins erste gekommen. Weiter geht's. 1206. Genghis Khan regiert Mongolen. Auf einer Versammlung in der Stadt Karakorum erhält der Heerführer der Mongolen Temujin durch den Fürstenrat den Titel in Anführungszeichen Genghis Khan, Anführungszeichen Ende, und nimmt als neuer Oberlehnsherr die Treueerklärung seiner Vasallen entgegen. In den 21 Jahren seiner Herrschaft weitet Genghis Khan durch Kriegszüge das Mongolenreich über große Teile Ostasiens aus. Er besetzt Nordchina, erobert Beijing im Jahre 1215 und zerstört die Städte Buchara und Samarkand. Nachdem er ganz Zentralasien in seine Gewalt gebracht hat, unterwirft er 1221 den Nordiran, 1223 besiegt er die russischen Fürsten am Kalka-Fluss. Nur 2 Jahre nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt Karakorum stirbt er 1227 während der Vorbereitung eines Feldzuges gegen die aufständischen sibirischen Tanguten. Genghis Khan geht als einer der größten Eroberer in die Weltgeschichte ein. Und da habe ich mal einen Film gesehen, war ganz interessant. Da ging es darum, wie man stark werden kann und sich der schlimmsten Feinde erwehren kann. Und dann zeigte er seinen verschiedenen Stämmen, die er dann zusammengeführt hat, diese mongolischen Stämme, weil die immer so ein bisschen auch zerstritten waren, einen Stab, den zerbrach er ohne Probleme. Und dann hat er einen ganzen Bündel Stäbe genommen und hat gezeigt, ja, die zerbricht man nicht mehr. Das heißt, nur wenn wir endlich zusammenhalten, können wir auch gegen diese Verbrecher bestehen, die da oben uns knechten. Ne? Und da dürfen wir uns nicht auseinanderbringen lassen. Oh, von Rechtsextremisten müssen wir uns distanzieren. Irgendwo glaube ich ARD oder wo es war, dann wieder so eine Hetze gegen die gegen Covid-19 oder über Covid-19 aufklären, was ja angeblich Verschwörungstheoretiker sind. Und da sagte der Schiffmann, ich glaube, es war sogar auf ARD oder ZDF, wo es wieder um das Thema ging, was sagen Sie dazu, dass ich da Rechte auch bediene und bla bla bla. Sie werden jetzt nicht von mir hören, dass ich mich davon distanziere, das wollen Sie nur. Da sollte der AfD von lernen. Weiter geht's. Mit einem Bild. Durch zahlreiche Eroberungszüge baute Kriegsfürst Genghis Khan das Mongolenreich zu einer Weltmacht aus. In Klammern Umzeichnung nach einer chinesischen Miniatur, Klammer zu. Weil so versucht der Zionist und Kommunist überall die Leute zu spalten. Frauen gegen Männer, Alte gegen Junge, Arbeitslose gegen die, die eine Arbeit haben und ja, Rechte gegen das Rest. Das Volk gegen den Rest, gegen die Rechten. Alle, die Wahrheit sagen, sind Rechte und Rechtsextremisten. Wenn sie extrem Rechte haben, sind es Rechtsextremisten. Weiter geht's. 1207. Der 1202 gegründete Schwertbrüderorden erhält zum Dank für die Mithilfe bei der Eroberung Livlands vom Rigaer Bischof ein Drittel des Gebietes. Der geistliche Ritterorden lehnt sich in Tracht und Regel an die Templer an. Dann haben wir April 1209, Kreuzritter gegen Heretiker. Ein großes Heer folgt dem Aufruf von Papst Innozenz III. Und versammelt sich vor den Toren Roms.
Sein Ziel, die Vernichtung der im Land des Grafen Raimund VI. Von Toulouse verbreiteten, von der Kirche als Ketzer angesehenen Albigenser. Erstmals wird damit der Kampf gegen Heretiker mit der Kreuzzugsidee verknüpft. Den Teilnehmern verspricht Innozenz III. Vollen Ablass. Allerdings kann der Papst den französischen König Philipp nicht dazu bewegen, den Ketzerkreuzzug anzuführen. So bestimmt er den Abt von Citeaux, den päpstlichen Legaten sowie zwei Bischöfe zu den Führern. Unmittelbarer Anlass für die Ausrufung dieses ersten Kreuzzugs gegen Ketzer war die Ermordung eines päpstlichen Legaten durch einen Vasallen des Grafen Raimund. Ohne weitere Untersuchung sprach Innozenz III. Den Grafen als Urheber schuldig und nutzte den Vorfall, um gegen die ihm verhassten Albigenser vorzugehen. Ja, das machen sie heute auch so, ne? Wir installieren mal irgendwo. Wir nehmen einen Einzelfall und sagen, das ist ein rechtsextremes Netzwerk und das müssen wir alles zerschlagen. Die Popularität des von ihnen propagierten einfachen Lebens richtet sich in den Augen vieler auch gegen die wohlhabende und mächtige Kirche, worin wohl der wahre Grund dafür liegt, dass der Heilige Vater so entschlossen gegen die Sekte vorgehen lässt. Während der folgenden 20 Jahre, in denen der Kreuzzug gegen die Albigenser geführt wird, werden im Süden Frankreichs zehntausende Menschen umgebracht. Graf Raimund, der die Albigenser schützt, kann sich zwar mit der Kirche einigen, dennoch fallen die Festungen Béziers und Carcassonne. Punkt. Die Herrschaft über den Landstrich übernimmt Simon von Montfort, einer der Anführer des Kreuzzugs gegen die Albigenser. Und da haben wir noch ein Bild. Papst Innozenz III. Exkommuniziert die Albigenser und ruft zum Kreuzzug gegen sie auf. In Klammern französische Buchmalerei um 1335-40. Ja, das ist aber voll im Einklang des Herrn Jesus von Nazareth, was die da wahrscheinlich gepredigt haben, aber widerspricht vollkommen den Werten, in Anführungszeichen, der katholischen Kirche. Deren Werte sind Habgier, Macht, Geldgeilheit und amoralischer Sittenverfall. Also alles, was eigentlich mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat. Weiter geht's. Also ich bin ja kein Heiliger oder Kostverächter, aber ich predige auch den Leuten auch nicht, dass sie auf alles verzichten müssen, um mir selber das meiste einzustecken. Ne? Das ist der Unterschied. Weiter geht's. Mit Mai 1209. Papst Innozenz III. Erkennt den Franziskanerorden an. Angeführt von Franz von Assisi, in Klammern Franziskus, Klammer zu, treten 11 Männer in schlichten Wollkleidern vor Papst Innozenz III. Sie weigern sich, die klösterlichen Mönchsregeln der Benediktiner oder der Augustiner zu übernehmen, sondern fordern vielmehr, dass der Papst ihre Lebensweise als eine gültige Form christlichen Verhaltens anerkennt. Innozenz III. Gibt nach und erlaubt den in Anführungszeichen Minderbrüdern, Anführungszeichen Ende, wie sie sich bescheiden nennen, frei nach der in Anführungszeichen Form des Evangeliums, Zitat Ende, oder Anführungszeichen Ende, zu leben. Aus den Worten von Papst Innozenz stellt Franz eine kurze, nicht mehr erhaltene Regel zusammen. Franz von Assisi, der eigentlich Giovanni Bernardone heißt, erhielt den Anstoß für sein einsiedlerisches Leben in Armut im Jahre 1206 durch die Predigt eines Bischofs. Kurzes Bräuchen, Entschuldigung. Der Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers aus Assisi, der in seiner Jugend ein ausschweifendes Leben geführt hatte, verzichtete fortan auf jeglichen weltlichen Besitz und führte das Leben eines Wanderpredigers. Seine ersten Gefährten waren ein reicher Adliger und ein Rechtsgelehrter aus Assisi.
Sehr rasch gesellten sich immer mehr Männer aus allen Schichten hinzu. Heute hätte er keine Chance mehr, weil wenn er irgendwann mal so ein Leben geführt hätte, wäre er ein Rechtsextremer. Das wurde dann verfolgt bis in die Kindheit, ob er irgendwo mal an einem Treffen teilgenommen hat. Aber nur die, die den der Kirche und den heutigen Kommunisten und Zionisten in den Kram passen, die können in der Jugendzeit die schlimmsten Sachen gemacht haben. Die können sogar Lieder gesungen haben, wo Bullen verbrennen sollen. Die werden Justizministerin, ne? In Sachsen. Ja, weiter geht's mit dem ersten Unterabschnitt zu diesem zweiseitigen Artikel. Heilige Armut. Die Botschaft des Franziskus rüttelt die Menschen auf. In einer Zeit, da die Kirche mit Reichtum und Macht protzt und in den wachsenden Städten eine immer größere Zahl armer Menschen lebt, gibt sie der christlichen Verkündigung eine neue Glaubwürdigkeit. Wesentlich an der Idee des Armutsideals ist, dass viele Laien sich diesem Gedanken öffnen, ohne sich einem mönchischen Klosterleben verschreiben zu wollen. So ist auch Franz von Assisi nicht daran gelegen, einen durchorganisierten und privilegierten Orden ins Leben zu rufen. Er will den Menschen dabei helfen, ein christliches Leben in Einfalt, Demut und Armut in die Tat umzusetzen. Aus dieser Vorstellung entwickelt sich später die Ordnung für die sogenannten Tertiarier. Diese Menschen haben einen Beruf und eine Familie und können sich trotzdem dem franziskanischen Ideal anschließen. Franziskus selbst kann die Führung des neuen Bettelordens nur wenige Jahre übernehmen. Im Jahre 1220 ist er fast erblindet. Kurze Zeit später zieht er sich in eine Einsiedelei am Avernerberg nördlich von Assisi zurück. Der Legende nach soll er dort 1224 in einer Vision die Wundmale Christi, in Klammern in Anführungszeichen Stigmata, Anführungszeichen Ende, Klammer zu, an seinem Leib empfangen haben. Diese Zeichen gelten vielen als die Bestätigung für die leibhaftige, gelebte Christusnachfolge. Franz von Assisi hat diesen Anspruch jedoch selbst nie erhoben. Und da haben wir noch einen letzten kurzen Unterabschnitt zu dem zweiseitigen Artikel. Franziskaner wachsen. Am 3. Oktober 1226 stirbt Franziskus im Alter von 45 Jahren in vollkommener Armut. Zu diesem Zeitpunkt zählt seine Bruderschaft, die sich bereits über fast ganz Europa ausgebreitet hat, rund 10.000 Mitglieder. Die in Anführungszeichen Minoriten, Anführungszeichen Ende, wie sich die Mönche nennen, werden zu einer der stärksten Reformbewegungen des Mittelalters. In Europa wächst die Zahl der Klöster, die sich den Gedanken des Franziskus anschließen, rasant an. Sie unterstellen sich der Regel des Franziskus. Ja, da kannst du mal Beispiel nehmen, Franziskus. Zieh aus der Vatikan aus in eine kleine Hütte, dann kannst du uns Armut predigen. Ne? Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu, zwei Bilder. Ich habe ab und an mal Benedikt gesagt, ich habe mal unseren drin. Ich meine natürlich immer Franziskus. Ne? Ja, weiter geht's mit zwei Bildern. Bildhaft verlobt sich Franz von Assisi mit der Armut. In Klammern Fresko von Giotto di Bondone in der Kirche San Francesco in Assisi um 1320. Hammer's. Und das zweite Bild, 1228. Nur 2 Jahre nach seinem Tode wird Franz von Assisi in Rom heilig gesprochen. Das Fresko von Giotto di Bondone zeigt die Verherrlichung des Heiligen. In Klammern Kirche San Francesco in Assisi um 1320. Ja, wahrscheinlich hat sich da auch der heutige Papst den Namen wegen ihm gegeben, aber ich kann nicht erkennen, dass dieser Franziskus wirklich in Armut lebt. Ne? Ja, weiter geht's mit zwei Randbemerkungen. 22. Juli 1209. Nach kurzem Widerstand fällt Béziers in die Hand der Kreuzfahrer, die von Lyon aus in das südfranzösische Languedoc eingedrungen waren.
Vergeblich fordert der Bischof die Bürger auf, die Stadt kampflos zu übergeben. In ihrem Hass auf die Sekte der Albigenser metzeln die Kreuzfahrer rund 15.000 Bewohner nieder, darunter auch viele Katholiken. Ja. Das sind die fundamentalistischen Katholiken und Christen. Ne? Gibt es da auch. 1209. Der Bildhauer Unkei fertigt eine Figurengruppe für einen Tempel in Nara in Japan an. Die Gruppe besteht aus Buddha und zwei Begleitern. Die bemalte japanische Holzplastik ist im realistisch strengen Stil der Kamakura-Zeit gehalten. Da sind wir auf Seite 5 und dann nehme ich noch ein Stück Milch. Denn jetzt kommt ein Fokus. Ah, einmal und noch ein Stück Kaffee. Und nochmal den Fokus. Armut als Protest. Bettelorden gegen die reiche Kirche. In der Bevölkerung wächst ab Beginn des 13. Jahrhunderts der Zweifel an der immer wohlhabenderen Kirche, die ihre Macht durch Kreuzzüge mehren will. Umherziehende, oft besitzlose Umkehrprediger genießen immer höheres Ansehen. Sie stehen am Beginn einer Bewegung, die die gesamte Kirche verändern wird. Los geht's. Als Franz von Assisi um das Jahr 1209 seine ersten Bußreden hält und dazu aufruft, zum einfachen Leben der Apostel zurückzukehren, trifft er den Nerv der Zeit. Einerseits rüttelt der charismatische Wanderprediger die wohlhabenden Bürger in den Städten auf, die empfänglich für die Botschaft sind, dass irdischer Besitz kein Ersatz für die Erlangung des Seelenheils sei. Andererseits kann er der Zustimmung der armen Landbewohner gewiss sein, an denen der wachsende Wohlstand vorüberzugehen scheint. Schon lange erregen sie sich über die reiche Kirche, die sich von ihrer eigentlichen Aufgabe, dem Dienst am Nächsten, weit entfernt hat. Aus dieser Stimmung entsteht im Laufe des 13. Jahrhunderts eine neue Form kirchlicher Gemeinschaft, die Bettelorden. Ihre Grundgedanken sind die radikale Übernahme der Lebensweise der Apostel und die absolute Besitzlosigkeit, nicht nur für die einzelnen Mönche, sondern auch für die Klöster insgesamt. Der erste vom Papst anerkannte Bettelorden sind die 1209 gegründeten Franziskaner, auch in Anführungszeichen Minderbrüder, Anführungszeichen Ende, oder in Anführungszeichen Minoriten, Anführungszeichen Ende, genannt. Die Jünger des Franz von Assisi ziehen sich nicht wie die Benediktiner und Zisterzienser in die Einsamkeit zurück, sondern widmen sich der geistlichen Arbeit. Gleichzeitig entwickeln sie an Universitäten eigene Studiengänge und eine eigene Theologie. Sie werden zur stärksten Reformbewegung in der Kirche vor der Reformationszeit. Erster Unterschnitt zu dem Fokus: Dominikaner und Karmeliter. Wenig später, 1215, ruft der Spanier Dominikus den Orden der Dominikaner ins Leben. Die Hauptaufgabe der theologisch gut geschulten Ordensmitglieder ist die Widerlegung von Ketzern. Das besondere Interesse der Dominikaner liegt darum auf dem Gebiet der theologischen Schulung und Bildung. Als die Päpste die kirchliche Inquisition ins Leben rufen, greifen sie auf den 1216 anerkannten Dominikanerorden zurück. Er stellt in der Regel die Inquisitoren. Der dritte der Bettelorden entsteht auf dem Berg Karmel in der Nähe von Haifa. Dort nehmen seit dem Ende des dritten Kreuzzugs Männer ein Einsiedlerleben auf sich. In bienenkorbförmigen, bescheidenen Zellen, lebend, widmen sie sich dem gleichförmigen Rhythmus von Arbeit und Gebet. Papst Honorius III. Bestätigt den Orden 1226 als, in Anführungszeichen, Karmeliter, Anführungszeichen Ende, Punkt. Wegen der dauernden Gefährdung durch Kriege ziehen viele Karmeliter nach Zypern, Sizilien, Südfrankreich und England. Dort übernehmen sie unter anderem seelsorgerische Aufgaben.
Auch wenn die neuen Bettelorden sich als kirchentreu erweisen, tragen sie dennoch eine kritische Sprengkraft gegen die Besitzansprüche der organisierten Kirche in sich. Dem 1256 gegründeten Orden der Augustiner-Eremiten entstammt schließlich der Reformator Martin Luther. Und da haben wir noch einen letzter Unterabschnitt zu dem Fokus. Katharer und Waldenser. Die wachsende Kritik an der Amtskirche treibt auch seltsame Blüten. Unter Gebeten, dem Absingen von Bußliedern und öffentlicher Selbstgeißelung ziehen Angehörige schwärmerisch frommer Laienbewegungen durch fast ganz Westeuropa. Die bedeutendste kirchenkritische Bewegung ist die sich seit 1140 in ganz Mitteleuropa ausbreitende Bewegung der in Anführungszeichen Katharer, Anführungszeichen Ende, in Klammern von Griechisch, in Anführungszeichen Kataroi, Anführungszeichen Ende, zu Deutsch die Reinen, aus dem italienischen Namen, in Anführungszeichen Gazzari, Anführungszeichen Ende, leitet sich die Bezeichnung in Anführungszeichen Ketzer, Anführungszeichen Ende ab, Klammer zu, Punkt. Ihr südfranzösisches Zentrum Albi trägt ihnen auch den Namen in Anführungszeichen Albigenser, Anführungszeichen Ende ein. Das theologische Gedankengut der Katharer wird von Kreuzfahrern und Händlern, die aus Kleinasien zurückkehren, beeinflusst. Danach ist die Welt zweigeteilt in Gut und Böse. Diese Gedanken werden mit der biblischen Kritik an Gewalt und Reichtum verbunden. Daraus leiten die Katharer eine scharfe Opposition zur Kirche her, die sie als Werk des bösen Geistes betrachten. Im Unterschied zu den Thesen der Katharer fußt die Lehre der Bewegung des Lyoner Kaufmanns Petrus Valdes auf der Tradition der abendländischen Kirche. Auch Valdes, der sein Vermögen an die Armen verteilt und die Nachfolge Jesu im Geist der Bergpredigt anstrebte, gelobt vollkommene Armut. Seine zunächst als in Anführungszeichen Arme von Lyon, Anführungszeichen Ende, bezeichneten Anhänger, die Waldenser, leben in strenger Askese. Sie geloben Armut, Keuschheit und Gehorsam gegenüber den Geboten, nicht aber gegenüber der Kirche. Grund genug für den Heiligen Vater, zunächst die öffentlichen Predigten zu verbieten und schließlich die Waldenser zu exkommunizieren. Zehntausende der in Piemont siedelnden Gläubigen fallen den vom Papst ausgerufenen Ketzerkreuzzügen zum Opfer. Und da haben wir noch zwei Bilder. Lebensbaum der Franziskaner. In Klammern Tafelgemälde, 15. Jahrhundert, Klammer zu. Na, jetzt haben wir es doch. Stimmt. Und als zweites, Karmeliter bei einer Prozession, in Klammern Initiale einer Buchmalerei aus einem lateinischen Messbuch um 1400. Und weiter geht's. Mit 1210 eine Randbemerkung. Nur ein Jahr nach der Kaiserkrönung Ottos IV. Entzweien sich Papst und Kaisertum. Der Kaiser versucht erfolglos, das Königreich Sizilien zu erobern, um es dem Deutschen Reich einzuverleiben. Innozenz III. Will den Zusammenschluss unbedingt verhindern, da er eine Einkreisung des Kirchenstaats befürchtet. Er bannt den Kaiser und protegiert von nun an den Sohn Heinrichs des Vierten, den Staufer Friedrich den Zweiten. Um 1210 die Sage der Nibelungen. Im Donaugebiet entsteht das in Anführungszeichen Nibelungenlied, Anführungszeichen Ende, in dem ein unbekannter Dichter die Heldentaten des Recken Siegfried von Xanten mit der Geschichte vom Untergang der Burgunder verknüpft. Die 2400 Strophen, in Klammern 39 sogenannte Aventuren, Klammer zu, umfassende Dichtung, verweist deutlich auf historische Ereignisse,
verknüpft sie aber mit volkstümlichen Sagengut. Der Siegfried-Handlung dient die Einheirat eines Merowinger-Königs in das burgundische Königshaus als Vorbild. Das Schicksal der Burgunder vermischt den Sieg der Hunnen über die Burgunder im Jahre 436 mit der Vernichtung ihres Reichs durch die Franken im Jahre 538. Das in Anführungszeichen Nibelungenlied, Anführungszeichen Ende, berichtet von Siegfried, der dem Burgunderkönig Gunther hilft, Brunhild zu befreien oder zu freien, um selbst Gunthers Schwester Kriemhild zu heiraten. Als Brunhild erfährt, dass nicht Gunther, sondern Siegfried sie im Kampf und im Schlafgemach bezwungen hat, lässt sie den Helden von Gunthers Gefolgsmann Hagen ermorden. Siegfrieds Nibelungenschatz versenkt Hagen im Rhein. Später willigt Kriemhild in die Heirat mit dem Hunnenkönig Etzel, in Klammern Attila, Klammer zu, ein. Doch ist sie weiter beseelt von dem Wunsch nach Rache für Siegfrieds Tod. Sie lädt die Burgunder in Etzels Hof ein und fordert die Auslieferung Hagens. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Kriemhild wird zu König Etzel geführt, dessen historisches Vorbild der Hunnenkönig Attila ist. In Klammern Buchmalerei aus der Hundeshagenschen Handschrift, 15. Jahrhundert, Klammer zu. Ja. Und so muss man es auch aufführen, wie es ersonnen worden ist und nicht irgendwelche neumodischen kommunistisch-zionistischen Adaptionen erfinden. Ja, habe ich jetzt gestern gelesen, in Baden-Württemberg unten in Ulm sind sie jetzt so bekloppt. Man hat jetzt die Krippe, die Heiligen Drei Könige aus der Krippe verbannt, weil sich irgendeine afrikanische Sängerin und andere Afrikaner darüber aufgeregt haben, über den schwarzen König Melchior. Kein Quatsch, stand gestern im SWR-Text. Ne? So bekloppt sind wir, so vernichten wir unsere Kultur. Ja, es geht noch weiter, habe ich gerade gesehen. Nach einem Blutbad unter den Burgundern sind Gunther und Hagen die einzigen Überlebenden, die Kriemhild ausgeliefert werden. Da Hagen sich weigert, das Versteck des Schatzes preiszugeben, schlägt sie ihm schließlich mit Siegfrieds Schwert Balmung den Kopf ab, nicht ohne noch einmal zärtlich an ihren, in Anführungszeichen, holden Liebsten, Anführungszeichen, Ende zu denken. Sie selbst wird anschließend von Hildebrand, in Klammern dem historischen Dietrich von Bern, Anführungszeichen, Ende, der bei Etzel im Exil lebt, getötet. Die Schilderung des höfischen Lebens sind der Stauferzeit entlehnt. Ein neues Motiv in der Literatur ist das zentrale Thema der Gattenliebe. Ja, hatte ich jetzt gesehen, übersehen, das auf der nächsten Seite noch weitergeht, dann macht ihr nächstes Mal das Bild dazwischen. Und als letztes heute schaffen wir nur 8 Seiten, 1210. In Anführungszeichen Parsival, Anführungszeichen Ende, sucht den Heiligen Gral. Mit dem, in Anführungszeichen, Parsival, Anführungszeichen, Ende, erweitert der mittelhochdeutsche Dichter Wolfram von Eschenbach die höfisch-ritterliche Abenteuergeschichte zu einem Entwicklungsroman. Er vollendet seinen Versroman, in Anführungszeichen, Parsival, Anführungszeichen, Ende, den bedeutendsten höfischen Roman des deutschen Sprachraums. Über seine französische Vorlage geht Wolfram hinaus. Er nutzt die Erkenntnissuche seines Helden zur Erörterung religiös-philosophischer Fragen. Parsival, ein vorbildlicher Ritter aus König Arthurs Tafelrunde, sucht nicht nur nach ritterlicher Vollkommenheit, sondern auch nach dem Gral, dem Sinnbild geistig-religiöser Erfüllung, die nur der erlangen kann, der reinen Herzens ist. Wird's Merkel nie erreichen, den Heiligen Gral. Und ihre ganze Sippe, die da oben uns kaputt regiert. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Parsival und Bors tragen den Silberschrein mit dem Heiligen Gral, gefolgt von einem Krüppel, in Klammern Buchmalerei in einer französischen Ausgabe der Artus-Sage, frühes 14. Jahrhundert. Wenn wir jetzt ja bei Krüppel waren, das ist ja auch so, ging es um irgendwie eine Darstellung von einem König, ich weiß nicht mehr, welches war, der Englische,
der halt gehbehindert war und wird halt auf der Bühne so dargestellt. Selbst darüber regt man sich heute auf. Weil historisch ein Mensch so dargestellt wird, wie er wirklich war, ist das natürlich Beleidigung von Behinderten. Und dann war gestern zum Abschluss noch, haben wir heute noch ein kleines bisschen Zeit, habe ich erstmal mal wieder Faktencheck angetan. Da ging es um diese Verhunzung unserer Sprache, was man so sagen kann und was nicht und so weiter. Das war das Interessante. Der Junge kann auch bleiben. Ein Deutscher muss ja nicht unbedingt einen Pass kriegen, weil er hat ja selber gesagt, er hat eine afrikanische Wurzeln etc. Aber der kann ruhig ja bleiben, der Junge war okay. Da hatten sie einen Schwarzen eingeladen aus Kiel, der wohl eine Gaststätte betreibt, zum Mohrenkopf, zum Mohrenkopf. Ja, und da hat er erklärt, dass das eigentlich eine positive Auszeichnung war im Mittelalter. Und er da stolz drauf ist und er sich selber freut, wenn die Leute ihn Mohrenkopf nennen. Ne? Anders kennen sie ihn gar nicht unter so richtigen Namen. Und da war es wieder interessant, da war dann so ein links verblödetes, ich sag's mal, A-Loch. Ne? Er konnte es einfach nicht akzeptieren. Er versuchte wieder so um fünf Ecken dann trotzdem draus zu machen, dass man das nicht sagen kann und den Herrn zu belehren. Und da war eine gute Geschichte, was er gesagt hat, dieser Schwarze da aus Nigeria war, hat er gesagt, wir brauchen keine Weißen, um uns sagen zu lassen, was uns eventuell beleidigen könnte oder so ungefähr. Ne? Ja, das ist dieses von oben herab, dieser links-rot-grünen, man muss es wirklich so sagen, verblödeten Gesellschaft, die sich anmaßt, dass alles, was sie für richtig halten und wie sie irgendwas sehen, müssen alle anderen auch so sehen. Und selbst die, die da angeblich davon profitieren sollen, wollen das gar nicht. Aber du musst das jetzt wollen, weil wenn wir sagen, das ist Rassismus, Mohrenkopf, dann ist das Rassismus. Ne? So bescheuert sind Rote, Linke und Grüne. Und es tut mir leid, wer die wählt, der muss entweder selber bescheuert sein oder ich weiß es nicht. Ne? Es tut mir leid, ich finde da keine Worte mehr dafür. Wer SPD, Grüne und Linke wählt, bei dem ganzen Unsinn und Schwachsinn, den die verbreiten und tun und machen, da muss jedes Gehirn verloren haben. IQ minus, minus null, nicht immer null. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei und ja. Ihr könnt wieder die ein oder andere Wissenslücke schließen, beziehungsweise all das Wissen wieder auffrischen und habt ein paar Informationen bekommen zum Nachdenken über die Geschichte, über Personen der Geschichte. Und dann hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei Facebook und YouTube. Und damit verbleibe ich wie immer mit: Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.